Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem Spinnen-Unboxing, denn heute werde ich gleich auspacken Spider-Man für die PlayStation 4. Ja, ich habe mir das Spiel, was von Insomniac rausgebracht wurde, von Müller geholt zu dem Preis, beziehungsweise da gab es noch 20% runter wegen des Black Fridays. Also insgesamt habe ich dafür 32 Euro bezahlt. Ich denke, das ist ein sehr guter Preis für dieses sehr, sehr gute Spiel. Auf dem Cover sehen wir hier die gute Spinne, Freunde, mit einem interessanten Anzug, denn wir sehen, das Spinnensymbol ist weiß. Und ich habe gehört, dass es im Spiel verschiedene Anzüge gibt, die man freischalten kann und dann diese benutzen kann. So, das Spiel gibt es exklusiv nur für die PS4 und soll eines der besten Spider-Man-Spiele, die bisher herausgekommen sind, sein. So, Be Greater. Die Welten von Peter Parker und Spider-Man prallen aufeinander, als ein neuer Schurke New York City bedroht. Um die Stadt und seine Lieben zu beschützen, muss er sich der Herausforderung stellen und über sich hinauswachsen. Ja, eine kurze Beschreibung, auf jeden Fall aber eine effektive Beschreibung. Hier sehen wir die Spinne, wie er durch die Hochhäuserschluchten von New York sich schwingt mit seinem Spider-Sinn, Freunde. Da sehen wir ein paar Screenshots aus dem Spiel und das soll von der Grafik her richtig gut sein. Ein Spieler, mindestens 45 GB braucht ihr auf eurer Festplatte. DualShock 4 Vibrationsfunktion und PS4 Pro optimiert. Also Multiplayer gibt es wohl jetzt nicht in dem Spiel, aber das wäre auch ein bisschen ungewöhnlich, denn ich habe bis. Gibt es überhaupt einen Spider-Man-Titel, der einen Multiplayer bietet? Ich denke nicht. Und auch dieser bietet keinen Multiplayer. Aber das soll uns nicht stören, denn die Story soll ziemlich gut sein. Man muss diverse Missionen erfüllen, Freunde. Und ja, dann packen wir dieses heiß ersehnte Spiel mal aus. Zack. Ich schau mal kurz rein. Riecht wunderbar. Ja, und so sieht die Blu-ray-Disc aus, Freunde. Die Spiele-Disc von Spider-Man. Und ich finde es schön, dass es ein anderes Design hat als auf dem Cover. Haben sie sehr schön gestaltet, finde ich. Und hier haben wir noch so ein kleines Blättchen, wie man die Spinne richtig bewegt, Freunde. Was man, welche Taste man benutzen kann, um das Game zu zocken. Ja, das war das Unboxing zu Spider-Man. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne abonnieren, kommentieren und Daumen geben. Und jetzt geht dieses Spiel direkt da in die PlayStation 4, so zack. Und dann werde ich mal ein bisschen zocken, Freunde. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.